geht. Es ist ja so ein bisschen ein, ja, schräger Titel sozusagen, Liebesgeflüster mit Gott. Was soll das heißen? Was will ich damit bewirken mit dieser Masterclass Liebesgeflüster mit Gott? Erstmal hallo, hallo. Schön, dass ihr alle da seid. Und ja, ich wollte euch sagen, was ich damit meine, Liebesgeflüster mit Gott und der Geldwelt. Wir haben ja immer ein inneres Geflüster. Manche nennen sie irgendwie den inneren Saboteur und haben einfach wirklich ganz, ganz schlechte Vorstellungen von dem Gegenüber, mit dem sie dieses innere Geflüster abhalten. Und diesen Bogen möchte ich mit euch in dieser Masterclass am Mittwoch um 20 Uhr am Abend gehen. Und zwar, dass es wirklich darum geht, dieses innere Geflüster an eine Adresse zu schicken, die tatsächlich dafür da ist, mir diese Unterstützung zu geben, die ich mir so sehr wünsche. Liebesgeflüster möchte ich. Und wir kennen das nicht. Wir kennen die ganz gegenteiligen Geflüsterungen. So ein Arschloch und das ist so gemein und mein Chef ist hinterhältig und mein Mann steht nicht hinter mir. Ja, diese Art von Geflüster, mit dieser Art von Geflüster sind wir groß geworden. Das kennen wir. Das ist absolut bekannt. Und ihr wisst wahrscheinlich, wenn ihr hier seid und mir zuhört, dass jeder Gedanke, also auch jeder nicht ausgesprochene Gedanke, eine Energie ist, die kreiert. Und deswegen geht es darum, dass wir erkennen, dass wir Schöpfer sind und zwar liebende Schöpfer und nicht hassende Schöpfer, nicht ablehnende Schöpfer, sondern liebende Schöpfer und dass wir Manifestoren, nennt es Manifestoren, aber ich nenne es lieber Schöpfer, weil es geht um so viel mehr als einfach etwas zu manifestieren, das heißt, als etwas in eine harte Form zu bringen. Es geht wirklich darum, etwas zu kreieren, ein Leben zu kreieren, einen Seinszustand für uns zu kreieren, in dem wir uns genau dementsprechend fühlen, wie wir gedacht sind, und zwar großartig, wohlfühlend, unterstützend. Und dieses Liebesgeflüster zu lernen, bedeutet auch gleichzeitig herauszufinden, wer bin ich denn wirklich, wenn Liebesgeflüster aus mir herauskommt. Und ich brauche da draußen kein Gegenüber, weil Kreation, Schöpfung, Manifestation, nennt es, wie ihr es wollt, es ist eine innere Arbeit. Das draußen ist völlig egal. Es ist hinterher nur ein Informationsgeber über das, wo ich innerlich präsent bin, in was für einer innerlichen Vorstellungswelt ich lebe. Und wenn ich jetzt dieses Tool Liebesgeflüster dahernehme, und dann ist es ganz klar, dass ich mir dann eine innere Welt erschaffe, in der Liebesgeflüster herrscht. Und Liebesgeflüster ist etwas Aufbauendes, Unterstützendes, Liebevolles, das Ausdrückende, was mir gefällt, das Ausdrückende, was ich haben möchte in der Welt. Und das kann ich lernen. Und dieses kraftvolle Tool möchte ich euch am Mittwoch um 20 Uhr in dieser Masterclass in 2 Stunden mitgeben und gleichzeitig eben auch mit der Geldwelt. Weil ich bin diejenige, die in einer Welt präsent ist, die ich wähle. Und meistens wähle ich es ja unterbewusst. Wenn ich aber jetzt bewusst wähle, ich bin jetzt in meiner Geldwelt. Ihr könnt es auch Geldbewusstsein nennen. Wie ist es in meinem Geldbewusstsein? Wie sieht es da aus, wenn hier Liebesgeflüster herrscht? Es ist nur ein mentaler Trick für unseren Verstand,
um endlich bewusst und klar in diese Schöpferrolle einzutreten. Und da draußen gibt es weder eine Geldwelt, da draußen gibt es auch keinen Gott. Es sind alles nur Symbole für energetische Bewusstseinszustände, Bewusstseinsräume, die ich kreiere. Aber damit mein Verstand, der so in dieser Realität aufgewachsen ist, mich unterstützt, eine Welt, ein Leben für mich zu kreieren, das voll mit Liebe, voll mit Fülle, voll mit all diesen wunderbaren Dingen, wo ich glaube, die sind abwesend, zu kreieren. So kriege ich meinen Verstand ins Boot. Weil wenn mein Verstand immer wieder statt Liebesgeflüster mit dem Göttlichen, damit meine ich nur das Schöne, das Wunderbare, das Weiche, das Angenehme, also wenn mein Verstand mit dem nicht kommunizieren kann, weil er es nicht gelernt hat, weil er nicht weiß, wie man Liebesgeflüster mit all meinen Wünschen und Träumen macht, dann muss ich das lernen. Und da will ich mit euch am Mittwoch reingehen, tiefer reingehen, eure Fragen beantworten und sagen, ja, was bewirkt dieses Tool auch auf energetischer Ebene? Weil letztendlich sind wir nur energetische Wesen, die aus Energie Manifestationen machen, Sachen machen, Situationen machen, Interaktionen machen. Wir sind nur energetische Wesen, wir sind nichts anderes. Aber um diesen Schiff zu schaffen, dass wir eben uns erlauben können, als diese Götter und Göttinnen hier aufzutreten, die wirklich alles erschaffen, müssen wir unserem Verstand erklären, warum er aufhören soll, Bullshit-Geschichten zu wiederholen, weil er aufhören soll, mich immer wieder daran zu erinnern, dass ich scheinbar nicht gut genug bin, warum er aufhören soll, mich zu sabotieren, weil all diese Vorstellungen, dass es einen inneren Saboteur gibt, das haben wir uns selber kreiert. Aber jetzt können wir uns genauso gut selber kreieren, dass wir hier jemanden oder dass eine Wesenheit oder dass wir eine Wesenheit sind, die im permanenten Liebesgeflüster mit der Schöpfung, mit der Kreation steht. Wie sieht das aus? Bestimmt nicht so, hey, hast wieder einen Fehler gemacht und da musst du noch besser werden und hier hast du zu viel Aufmerksamkeit in etwas reingesteckt, was dir gar nichts bringt. Ja, dieses ganze Human Gequassel, das dich zu einem human eingeschränkten Design macht. Das will ich mit dir aufbrechen durch dieses Tool Liebesgeflüster mit Gott, dass du merkst, wie es ist, wenn du aus deinem Divine Design heraus lebst, fühlst, schaust, kreierst, manifestierst, handelst, feierst, tust. Und das Ganze möchte ich mit dir auch noch in Bezug auf Geld anschauen. Weil Geld ist das Symbol der göttlichen Welt. Was sagt die denn jetzt? Geld ist das Symbol der göttlichen Welt. Natürlich, Geld ist das Symbol der Fülle. Und die göttliche Welt, also die Welt, in der alles in Ordnung ist, in der es keine Fehler gibt, in der es keine Krankheit gibt, in der es keinen Mangel gibt, ist in Fülle. Und wir müssen hier auch wieder einen Transit machen in unserer Vorstellungswelt. Und dieses Liebesgeflüster dient dazu, dich zu transformieren, diesen Transit zu machen. Ja, wenn du Lust hast, die Masterclass ist am Mittwochabend um 20 Uhr. Sie kostet nur 49 Euro. Du hast die Aufzeichnung bis im Januar. Lass dich überraschen. Es ist ein Investment, wo ich mir sicher bin, dass du denkst, wieso habe ich nur so wenig bezahlt? Weil es dein ganzes Leben verändern kann, weil es deine Denkweise verändert und deine Denkweise verändert deine Vorstellungen und deine Vorstellungen verändern deine Manifestationen.
Es ist so simpel. Es wäre einfach so simpel, wenn hier nicht dieser konditionierte Verstand voll mit seinen eigenen Meinungen und Rückschlüssen wäre, die niemals überprüft worden sind. Also, ich hoffe, ich konnte euch einladen. Liebesgeflüster mit Gott und der Geldwelt. Das wird dich in eine andere Dimension katapultieren, wenn du dich darauf einlassen kannst. Wenn du dich darauf einlassen kannst und du kannst dich darauf einlassen, wenn du mir vertraust. Und wenn du mir vertraust, werde ich auch all deine Fragen, die dich jetzt vielleicht noch blockieren würden, dich darauf einzulassen, werde ich dir gerne beantworten. Also, ich hoffe, wir sehen uns. Wenn du jetzt noch Fragen hast vor Mittwoch, dann schreib mir ganz einfach. Wir werden ganz, ganz gerne all deine offenen Themen in göttliche Perfektion und Ordnung bringen. Ich freue mich auf dich. Bis dann.